Was ist also eine Stellenbeschreibung? Nun, eine Stellenbeschreibung hat in der Regel ziemlich weit oben, schon nachdem das Kind einen Namen bekommen hat, die hierarchische Eingliederung. Denn ich sagte es vorhin schon, Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit. Aus Stellen werden Abteilungen und dann haben wir Abteilungsleiter und dann haben wir Hierarchien. Stellenbeschreibung hängt also sehr stark zusammen mit einer hierarchischen Sichtweise des Unternehmens. Das ist über viele Jahre die vorherrschende Sichtweise gewesen. Tendenz im Moment, schleichende Tendenz, eher ein Schwerpunkt Richtung Prozessen, also Abläufen. Also, zweites Element, die hierarchische Eingliederung, dann die Aufgaben, die Ziele, die Befugnisse, Vertretungsregelung, Anforderungen. Ja, aus diesen Anforderungen können wir uns Hinweise rausholen für qualitative Anforderungsprofile. Aber Achtung, Stellenbeschreibungen haben eine Tendenz zur Statik. Das heißt, so etwas aufzuschreiben ist zunächst mal eine nicht unmittelbar wertschöpfende Arbeit. Ja, man verdient damit kein Geld, man macht damit kein Beratungsgespräch beim Kunden, ja, man verkauft damit kein Produkt, sondern man organisiert sich besser. Das ist nichts Schlechtes, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber wenn man die Arbeit gemacht hat, dann wendet man sich in der Regel wieder den wertschöpfenden Tätigkeiten zu, damit Geld reinkommt. Und so hat eine Stellenbeschreibung eine gewisse Tendenz, relativ schnell zu veralten, weil die Anforderungen sich ändern im Alltag. Ja, das heißt, wenn wir eine Stellenbeschreibung als Hilfe nehmen, die erste Frage immer, ist das Ding noch aktuell? Gilt das überhaupt noch so? Ja, das muss man wissen. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.